Nikos, der Mann des Tages. Wir haben dich häufig schon zum Interview gehabt, heute aber bist du wirklich der Star des Tages mit 3 Treffern. Für dich bisher als Fußballer das schönste Erlebnis? Muss ich sagen, ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Hattrick erzielt habe in meiner Karriere bisher. Mann des Tages würde ich nicht sagen, ich habe es der Mannschaft zu verdanken, wie wir gespielt haben. Jeder gönnt jedem das und dazu sind dann auch meine 3 Tore gekommen. Ich bin ziemlich glücklich für die Mannschaft, für uns und jetzt müssen wir Spiel zu Spiel weiter nach vorne schauen und jeden Punkt mitnehmen. Du hast eine großartige Szene gehabt, außer deinen 3 Treffern, indem du den Ball deinem Mitspieler Baku vorgelegt hast. Du wolltest ihm auch ein Tor gönnen, ne? Ja, ist leider nicht so gelungen, wie es sollte, aber ich habe mich gleich entschuldigt. Ich habe gesagt, nächstes Spiel werde ich ja sofort einen auflegen, weil hätte ich ein bisschen schärfer vielleicht gespielt, dann hätte er ihn reingemacht. Ich wollte ihm unbedingt gönnen, weil wir gute Kollegen sind. Klar, hätte ich auch selber machen können, habe ich gehört, aber ich mag den Jungen so sehr, dass ich den einfach mal querlegen wollte und dass er auch sein Tor macht. Aber leider nicht gelungen, nächstes Mal wird es klappen. Heute war eine Mannschaft auf dem Platz, von der der Trainer sagte, sie war halt schon ein bisschen gebeutelt durch die ganzen Trainingsausfälle mit der Pandemie und das war alles ein bisschen anders, aber euch hat man es gar nicht angemerkt. Nee, weil wir jetzt über die Quarantänezeit jeder Einzelne trainiert hat, ob zu Hause, ob auf dem Platz. Jeder hat Gas gegeben und man hat sofort heute gesehen, dass jeder für jeden da war und das hat man jetzt auch in der Trainingswoche gesehen und ja, das war einfach top Leistung heute. Und die Einwechsler haben ihr es dazu beigetragen, haben sich gut eingefühlt und waren auch erfolgreich. Ja, natürlich. Sie kamen direkt rein, haben sofort Power gemacht, waren sofort dabei. Und das braucht man. Das braucht man im Team, diesen Spirit. Und ja, ich bin einfach stolz auf die Mannschaft, auf die Fans, die uns unterstützt haben. Und ja. Was denkst du, was gibt euch das für die Zukunft? Es kommen ja harte Wochen auf euch zu. Ja, wenn ich mich nicht irre, sind es glaube ich 8 Spiele in einem Monat. Da müssen wir Teamgeist zeigen, Mentalität und dass jeder für jeden da ist, gut regenerieren. Aber das Drumherum, das passt einfach, das Innere der Mannschaft, jeder ist für jeden da, wie gesagt. Und jetzt einfach Punkt für Punkt sammeln und dann gewinnen. Alles Gute dafür.